Jetzt mal ganz kurz im Vorfeld des Organisatorischen. Ich habe es gerade mit den Ordnern schon besprochen und mit der Polizei. Wie ihr alle wisst, darf man in Deutschland, in Bayern mit 200 Teilnehmern demonstrieren. Deswegen, ich sage dazu nachher noch was. Die Ordner machen jetzt die Fläche zu. Ja? Ihr versucht bitte auch diese Fläche noch ein bisschen nach hinten zu nutzen, dass genug Abstände da sind. Also das ist mir jetzt noch deutlich zu wenig. Wir haben jetzt zwar noch nicht offiziell angefangen, aber für mich macht es juristisch relativ wenig Unterschied. Ich muss es leider auch sagen, das gilt auch für Paare. Der Adressat, um sich zu beschweren, ist unter anderem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof und die Bayerische Staatsregierung. Also selbst Paare müssen auseinanderstehen. Und ich muss leider, so leid es mir tut, darauf hinweisen. Ich bin heute Anmelder und Versammlungsleiter. Das heißt, dem Staat wird es sicherlich freuen, wenn er mir mal wieder eine vermeintliche Straftat anhängen möchte oder wird. Und deswegen ist es wirklich jetzt ganz wichtig, dass ihr da alle mithelft, mich zu schützen, dass das eben nicht passiert. Weil die bayerische Polizei ist im Gegensatz zur Berliner zwar nicht, neigt nicht zur Gewalt, aber sie neigen dazu, die Regeln relativ wörtlich zu nehmen. Und deswegen bitte haltet diese Abstände ein. Sagt es auch euren Nachbarn, wenn irgendjemand dazukommt und es gibt Diskussionen, gebt es den Leuten weiter. Es geht hier heute nicht darum, ob hier 200 oder 2000 stehen, weil irgendwann werden wir hier mit 20 oder 200.000 stehen. Es geht heute darum, machen wir alles später, es geht heute darum, erstmal diesen Protest auf die Straße zu kriegen. Und jetzt bitte auch da hinten. Leute, ich weiß, ich kenne euch, ich mag euch alle. Abstandsgebot, ja? Gilt auch für uns. Das gilt jetzt mal die nächsten 2,5 Stunden. Das ist der Teil der Demo, der mir immer am wenigsten Spaß macht, aber ihr wisst alle, worum es hier geht. Also, versucht die Fläche zu nutzen. Die Ordner haben alle Ordnerbänder. Hier wird dann Zug gemacht. Wir sperren jetzt die Fläche ab. Und ich denke mal, wie spät haben wir es? 10, 15, 20 Minuten fangen wir auch an. Ich habe es vorher schon gesagt, ich habe ein paar Bierflaschen gesehen, die möchte ich persönlich hier nicht sehen. Wenn ihr irgendwo eine Flasche sagt, seht, gebt die bitte ab, stellt die im Zweifel zur Polizei, weil Glasflaschen brauche ich, möchte ich auch eine Demo nicht haben und ich möchte schon gar keine alkoholisierten Teilnehmer. Wenn die Ordner euch irgendwelche Anweisungen geben, bitte befolgt die. Ich möchte vor allem heute mal das Bild sehen, dass das, wie es immer ist, wenn wir auf der Straße es friedlich sind, und dass diese Maßnahme da hinten, den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof so abzusperren, einfach nur lächerlich ist. Also, gut. Deswegen, es sieht jetzt von den Abständen gut aus. Haltet euch dran, hört bitte auf meine Ordner. Und alle Ordner bitte ich darum, wirklich das jetzt selbstständig dafür zu sorgen, dass das abgesperrt ist. Und die Polizei wird dann mögliche weitere Teilnehmer dann einfach ja, von der Versammlungsfläche nicht verweisen, aber sie nicht mehr drauflassen. Und dann bauen wir jetzt noch auf. Und dann fangen wir in 10, 15 Minuten an. Ich habe relativ viel zu erzählen. Wir haben auch noch eine Menschenrechtsaktivistin, die muss ich noch anrufen. Und bis dahin bitte ich euch einfach um Geduld und haltet die Regel zu meinem Schutz ein. Dankeschön. Lohnen. Ich habe 25 Ordner, zur Not holt ihr euch neue. Bitte sorgt jetzt dafür, dass die Fläche zu ist. Wenn dann weitere Leute reinkommen, dann kann die Polizei die ansprechen. Und die Leute in der Fläche, bitte haltet die Abstände ein, dass es jetzt funktioniert, weil ich muss hier sehr, sehr viel organisieren. Und ich bitte einfach um eine gewisse Eigeninitiative, dass das funktioniert. Das ist nicht die erste Demo in München. Wir machen das jetzt seit 9 Monaten, deswegen sollte das jetzt auch funktionieren. Dankeschön. Und deswegen möchte ich, dass das gut dokumentiert wird. Also lasst wirklich den Pressevertretern auch Platz. Sehr schön, super. Das sieht schon besser aus. Ja, wir können dann auch wirklich zeitnah anfangen. Ich gehe jetzt noch eine Runde kurz rum, guck's mir von außen an. Und dann brauchen wir noch ein paar Minuten. Dann wird's so laufen bis 22 Uhr. Wenn wir es alle aushalten und genug zu reden haben, wobei da glaube ich nicht, dass wir ein Problem kriegen, dürfen wir ja auch mit Mikro, wir dürfen es zwar theoretisch auch bis 22.15 Uhr, aber ich habe jetzt gesagt, dann machen wir ab 22 Uhr einfach nur so ein bisschen stilles Gedenken, auch so zum Motto. Gehörig und dann gucken wir also aller spätestens 22.15 Uhr, dass wir nach Hause kommen, dass wir alle noch heute ja, ins Warme kommen. Gut. Und bitte, wir haben hier noch ein paar Megafone, dass Sie noch ein paar Ordner, 2, 3 von diesen Megafone holen, weil der Kollege sagt das gerade auch schon durch, genauso muss das laufen. Sehr gut. Okay, also hinten sind es 10 Leute, die dicht haben. Bringt denen bitte nur 2 Megafone. Sehr schön, Dankeschön.
Und ich werde nachher dann etwas erzählen, ja, ich möchte es nicht vorwegnehmen. Ich freue mich jedenfalls, dass wir dabei sein dürfen. Die müssen sie entweder wieder entfernen oder auch Masken aufsetzen. Gut, offenbar verstehen die das nicht. So, hau ihn mal bitte raus. So, um ist es jetzt nochmal, ich gehe jetzt nach hinten durch. Die Ordner sollen die Leute, die zusätzlich reinkommen, ansprechen und davon abhalten, auf die Versammlungsfläche zu kommen. Liebe Leute, es funktioniert nicht, wenn es nicht hingekriegt wird. Es ist in dem Fall nicht Aufgabe der Polizei, auch wenn ich das unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten Skandal finde, dass man nur mit 200 Leuten demonstrieren darf. Das ändert aber nichts dran. Sprecht am Ende der Straße die Teilnehmer an, dass sie nicht mehr weiter hier ins Gelände kommen. Ich gehe jetzt nach hinten, ich gucke mir das jetzt noch einmal an. Wenn es nicht funktioniert und wenn ich jetzt noch 3 weitere Hinweise der Polizei kriege, dann breche ich das zur Not ab. Das muss jetzt einfach mal funktionieren. Wir demonstrieren jetzt seit 9 Monaten und ich bin jetzt mal wieder böse, weil das ist in dem Fall einfach mein Problem. Und dann sprecht die Leute bitte an. Und wenn sie ein Problem damit haben, dann können wir das gern nachträglich mit mir klären. Aber das muss jetzt funktionieren. Ich gehe jetzt nochmal nach hinten und sage das durch. Und bitte auch auf diese Maskengeschichten ansprechen. Ich gehe mal davon aus, dass die Polizei dann auch vielleicht nachher noch durchgeht. Es gibt später einen separierten Bereich für die Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Kann jeder was zu sich denken, was er will, da werde ich gleich noch was dazu sagen. Aber dass diese Fläche jetzt abgesperrt wird, das muss jetzt funktionieren. Ich gehe jetzt nochmal nach hinten. Also ich war jetzt hinten. Hinten ist abgesperrt. Wir haben da eine kleine Gegendemo. Ich würde jetzt mal noch abklären lassen, ob die genehmigt ist oder ob sie das nicht ist. Bin mal gespannt und da würde ich noch mal kurz 2 Minuten drüber reden und dann können wir auch gleich anfangen. Ansonsten fangen wir halt so an. Hallo Wolf. So, gut, da der Einsatzleiter gerade, glaube ich, woanders unterwegs ist, würde ich dann, denke ich mal, gleich mal anfangen. Test. Jetzt habe ich
Geht's jetzt mit der Technik? Wer hört mich? Mal kurz die Hände hoch, vor allem hinten. Gut, zur Not kann ich auch noch ein bisschen lauter, das ist nicht das Problem. So, also, nochmal offiziell. Hallo in München, ich gehe jetzt mal kurz die Auflagen durch, würde die Versammlung jetzt eröffnen. Ich bitte euch aber zunächst auch nochmal, geht in diesen Bereich. Noch ein bisschen nach hinten. Ihr habt ja schon auf sehr vielen Demos gesagt, es geht hier nicht darum, den besten Platz zu haben. Den besten Platz kriegen die Pressevertreter, dass das hier auch hunderttausende Male geteilt wird, und das wird es. Und alle anderen, ich werde ständig von meinem Verbindungsmann von der Polizei angesprochen, dass er mit den Abständen einfach ein bisschen aufpassen muss. Auch in die Mitte bitte ein paar Ordner, dass das funktioniert, weil ich möchte jetzt nicht in meiner Rede und in den anderen Reden alle 5 Minuten angesprochen werden. Zur Not, wenn es zu wenig Ordner sind, holt noch ein paar und geht dann da wirklich durch. Bitte versucht, das sauber hinzukriegen. Der Platz ist groß genug. Wir dürfen sowieso nur mit 200 Leuten das machen. Also sorgt dafür, dass die Abstände passen. So, die relevanten Auflagen habe ich damit auch schon durch. Abstand, Mund-Nasen-Bedeckung. Ja, die Polizei hat angekündigt, dass Menschen, die das nicht tragen können, einen separaten Bereich kriegen. Damit werde ich meine Rede dann auch gleich anfangen.